Hallihallo, meine Lieben. Ja, ihr befindet euch in meinem Bett. Ich halte das Handy in der Hand. Es ist also ruckelig. Ich habe jetzt hier gerade Amazon-Post bekommen. 3 Stück. Und ich habe gar keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung, was drin ist, weil ich habe nichts bestellt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was, also ich habe eine Amazon-Wunschliste, ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was da drin sein könnte. Hier sind 2 A4s. Also da scheint irgendein Buch drin zu sein. Ich habe ein paar Bücher auf meiner Liste, zum Beispiel Weisheiten des Tau und ein paar Bastelbücher und noch ein Malbuch. Vielleicht. Und das hier ist groß und leicht. Ganz, ganz leicht. Und ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Und ja, ich nehme jetzt mal hier das erste. Und wie gesagt, ich wollte das abfilmen. Weil wenn das jetzt wirklich Überraschungspost ist, dann möchte ich das natürlich einfangen und nicht später abdrehen. Und man sieht halt meine Reaktion nicht. Das wäre total dämlich. Und wie gesagt, um allen Eventualitäten vorzubeugen, habe ich mir gedacht, schmeiße ich gerade das Handy an und es wird ein wackeliges Video. Ich guck mal, hier ist auf jeden Fall... Warte, ich guck nicht rein. Es ist auf jeden Fall ein Buch und hier ist aber kein Zettel. Oh, wie geil! Ja, geil! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, es ist wirklich kein Zettel drin, aber bestimmt in irgendeinem anderen Paket, weil ich denke mal, das ist dann von einer der gleichen Personen und boah, wie krass! Und das ist so teuer! Und, oh, und das ist so dick. Oh, wie geil. Goodbye, Uterus. So, 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 so geil. Das ist ein Malbuch für Leute ohne Uterus. Also für Leute ohne Gebärmutter. Und das ist halt so ein bisschen funny aufgestellt, soweit ich verstanden habe. Und wir haben auch Rätsel drin. Wir haben Ausmalbilderchen drin. Ich blätter mal ganz kurz hier rum. Und hier steht auch noch... ach, das sind, glaube ich, die Lösungen, oder? Solutions. Also hier steht zum Beispiel, ich glaube, das gehört zu irgendeinem Rätsel. Hier sind so durch so einen Wortsalat und dann das richtige Wort. Ja, das sind die Lösungen. Also ich zeige euch, wir gucken uns mal gerade die ersten 2 Seiten an. Goodbye, Uterus. Das Aktivitätenbuch hat 20, also plus, also 20 und mehr lustige Gebärmutterentfernungskolorationsseiten, ein Sudoku, Wortsuche und Wort-Scramble-Puzzles, also Wortsalat-Puzzles. Wir verstehen, dass eine Gebärmutterentfernung-OP sehr schwer sein kann, also wollten wir dir ein bisschen den Stress nehmen und dir ein bisschen helfen, sich zu relaxen mit diesem Buch. So, und dann haben wir hier Don't Carry Act. Nee, Don't Ovary Act. Oh, geil. Don't Ovary. Es ist so mega geil. Goodbye, Uterus. Bye, Felicia. I'm sorry, your Uterus tried to kill you. Ja, ja. Ja, es ist so. Also ich bin, tut mir leid, aber deine Gebärmutter versucht dich zu töten. Ja, ja, so war es leider ja bei mir. 99 Probleme, aber ein Uterus ist keiner. Ja, auch geil. Oh Mann, das ist einfach so mein Humor. Ich habe eine Gebärmutterentfernung überlebt und was ist deine Superpower? Ja, also... dadurch, dass ich ja jetzt keinen Krebs hatte, ist für mich jetzt dieser Spruch jetzt nicht so wunderbar, weil für mich hat einfach diese Gebärmutterentfernung einfach nur ein ganz neues Leben eröffnet, ohne Schmerzen, auch ohne die Angst, schwanger jemals werden zu können, weil ich war tatsächlich auch, ich hatte nie Kinderwunsch und hatte immer auch Angst vor einer Schwangerschaft und meine Gebärmutterentfernung hat mir einfach das Leben gerettet und nicht diese OP hat aufgrund dessen, weil meine Gebärmutter kaputt war, mir das Leben rennt, sondern ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Meine Gebärmutter war ja gutartig in dem Sinne. Ich hätte so weiterleben können, nur hätte ich halt ein sehr qualvolles Leben gehabt mit ständig Schmerzen. Ne? Ja. Normale Leute und gebärmutterentfernte Leute.
Es ist einfach geil. Es ist so mega geil. Hysterectomy, no problema. Es ist mega. Ja. Eine Gebärmutterentfernung zu haben ist leicht. Es ist wie ein Fahrrad zu fahren. Aber das Fahrrad ist auf, also das Fahrrad, Bike is on fire, Fahrrad ist voller Feuer und du bist auch voller Feuer, alles ist voller Feuer. Ja, und dann haben wir hier die Rätselchen. So geil. So, so geil. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Rätsel, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber hier diese ganzen Sprüche, das ist einfach sowas von geil, vor allen Dingen, weil ich auch halt so Mandala-Zeug total gerne habe. Also Hammer, Hammer, Hammer geil. Was man sich dabei denkt, so ein Buch zu entwickeln, solche Sprüche und Hammer, Hammer, Hammer geil. Es gibt auch noch bei Amazon ein ganz geiles T-Shirt, aber auch teuer, kostet auch 20 Euro und vielleicht könnte ich mir das auch selbst plotten. Und zwar ist das so einfach nur so eine Gebärmutter, aber einfach so ganz leicht gezeigt, also einfach nur so die Umrisse und dann die Eierstöcke, die zeigen halt den Mittelfinger. Das ist auch mega geil. So, und hier haben wir noch eins, das ist auch noch mal ein Buch, also oder Heft, irgendwas in der Art. Es ist einfach so geil. Es ist mega, mega, mega geil. So, ich gucke nicht rein. Es fühlt sich fast gleich an. Hier ist ein Zettel. Ich schau mal gerade. Ich schau mal gerade. Wow, danke schön. Also ich weiß nicht, wer du bist. Ich erwähne deswegen auch deinen Namen nicht. Aber vielen, 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 vielen Dank. Wow, ich muss sofort mal gucken, wer du bist. Mega geil, mega geil. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich das Gleiche nochmal drin, weil das fühlt sich zumindest so an. Jupp, nochmal das Gleiche. Wenn ich dich finde, werde ich mich mit dir in Verbindung setzen. Und mal, vielleicht hast du es ja versehentlich zweimal bestellt. Oder vielleicht haben die das versehentlich zweimal geschickt. Kann natürlich auch sein. Deswegen packe ich das ordentlich hier wieder rein. Also entweder meldest du dich bei mir, miss.fruchteis@gmail.com, oder wie gesagt, ich finde dich. Auf jeden Fall, hier könnte ich mir vorstellen, dass du hierfür dein Geld zurückbekommst. Also wenn wir das dann abwickeln, dann schicke ich das natürlich zurück und du bekommst, denke ich mal, die Erstattung dann auf dein Konto. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, es ist einfach mega, mega, mega krass. Mega, mega krass. Und auch vielen, vielen, vielen lieben, krass herzlichen Dank, dass du überhaupt meine Videos schaust. Und tut mir wirklich sehr leid, falls ich jetzt ja, dich doch kenne, aber es vergessen habe. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es gibt ja auch, auf meinem Kanal sind 60% der Leute ohne Abo. Ist ja auch eigentlich ganz normal, weil nicht jeder hat YouTube. Ja, ich bin hier gerade am Versuchen, einhändig das Paket aufzuschneiden. Das ist ein bisschen schwierig. Ha, mein Kopfkissen mit Mopsbezug. Ja. Ich lege euch mal ganz, ganz kurz weg. Da, 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 please hold the line. Ach Gott, ist aber auch immer zugeklebt hier. So. Zack. Schere beiseite. Zack. So, ich hab's aufgemacht. Oh mein Gott, was ist hier drin? Es ist wirklich ein ganz leichtes Paket. Hier ist ein Zettel. Ich schalte zu, was drauf ist. Nochmal, ja, wie gesagt, es ist nochmal von dir, mein Lieber. Ich bin wirklich fassungslos. Ich bin fassungslos. Und was ist das? Oh, wie geil. Oh mein Gott. Ey, Leute. Ey, guck mal, dieses riesige Paket, ne? Und wisst ihr, was da drin ist? Wisst ihr, was da drin ist? Ein Lineal. Ein riesiges Paket. Und da drin ist ein ganzes Lineal.
Sehr, sehr geil. Ja, und das Paket kann ich auch gut gebrauchen für meine Organisation. Ja, und dieses Lineal. Ich wollte schon immer, 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 immer ein T-Lineal. Und die sind auch arschteuer, diese Lineale. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir auch so tatsächlich auch schon mal eins selbst gebastelt. Habe ich einfach ein normales Lineal genommen und mir ein Stück Pappe dran geklebt. Ist natürlich nur so semi-gut. Und das ist einfach mega geil, wenn ihr halt das... Ja, wenn ihr das so anhaltet, könnt ihr exakt gerade eure Sprüche, Stempel platzieren. Ich bin so wuschig. Und generell, ihr könnt gerade Linien zeichnen, um die dann ausschneiden zu können. Das ist mega, 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 mega praktisch. Und es ist tatsächlich auch echt, ja, teuer. Es ist aber schönes, dickes Plastik. Es ist hammermäßig. Also... Mein Lieber, ich danke dir wirklich von ganzem, 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 ganzem Herzen. Und wie gesagt, ich schaue, dass ich dich finde. Ansonsten setzt du dich gerne mit mir in Kontakt, wenn du möchtest. Und wenn nicht, dann werde ich, denke ich mal, das zweite auch an jemanden verlosen, der keine Gebärmutter hat. Oder tatsächlich selbst behalten. Oder. Auf jeden Fall, wie gesagt, melde dich gerne. Dann können wir schauen, dass wir dein Geld zurückbekommen für das zweite Exemplar. Und wenn du es tatsächlich nur einmal bestellt hast, dann wird das wohl von Amazon ein Fehler gewesen sein. Dann ist sowieso egal. Ja, super. Mega, mega geil. Also hier kann ich euch gerade das Lineal erklären. Also wenn ihr das jetzt hier so ansetzt, an eine gerade Kante, habt ihr hier exakt einen geraden Strich. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt ultra, 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 ultra praktisch. Ja, also vielen, vielen krass, krass herzlichen Dank. Super, dass ich wirklich das Video angemacht habe, weil ich weiß ja immer, wann ich was bekomme, wann ich was gekauft habe. Von daher war es klar, dass das nichts ist, was ich gekauft habe. Und ja, vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Boah, das ist so geil. Es ist einfach nur geil. Geil, 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 geil. Ja. Mega, mega. So, ihr lieben Leute, dann verabschiede ich mich. Wir hören uns, wir sehen uns. Immer schön fruchtig bleiben. Und ja, bis dann. Tschüss.